Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, unsere Burg neigt sich langsam der Vollendung. Wir müssen halt noch irgendwann unseren Wehrturm fertig bauen. Hier kommen sie wohl nicht an die Steine ran. Von daher löschen wir mal den Auftrag. Wir haben ja dafür hier genug Gräber. Ja. Gut. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Treppen. Du bist fertig, das ist gut. Also jedenfalls bist du auf der richtigen Höhe. Und auch an dem Turm könnten wir weiter planen. Wir sollten allerdings erstmal hier die Treppe einreißen. So ein großer Eingang hier. Der ist okay. Und ein kleiner Eingang da drüben. Zwei hoch hatten wir, glaube ich, gesagt, reicht. Oh, na, das wird problematisch. Gut, machen wir den drei hoch. Aber den Nebeneingang zwei hoch. Na gut, bei dem drei hohen können wir Parapets benutzen. Damit das auch richtig aussieht. Wobei, wir könnten statt Parapets Gewölbe nehmen. Nur das Gewölbe eben nicht so wirklich gut aussehen. Bleiben wir bei Parapets. Oder Parapets. Parapet ist Doppel-T am Ende. So. Oder doch lieber die schmale. Ja, die Version sieht besser aus. Könnten sogar da noch eine Tür einbauen. Ja, ich hätte gern mal die Ecktreppen benutzt, aber ich weiß nicht, irgendwie sieht das komisch aus. Ich habe gar keine richtige Ahnung, für was die gut sein sollen. Also vielleicht um irgendwelche. Sachen so zu bauen, solche Ecken hier. Also sowas. Ja, dafür sind die Ecktreppen recht gut geeignet.
Nicht solche, sondern solche da dran klatschen. Ja, wenn man es halt so fast in die Ecken bauen möchte. Weg damit. So. Also, wieder die gute alte Wendeltreppe. Da reicht eine normale Tür. Und ja, jetzt müssen wir uns mal wieder um die... Türme kümmern. Ah, doch, so war's richtig. So, Standardblöcke und ich habe da einen vergessen. So, das sollte jetzt dann dieselbe Höhe sein wie der da drüben, oder? Ja. Das heißt noch Elmnoten platzieren. Und auf alle drei Türme setzen. Und fertig. Ja, und hier hätte ich gerade das Aufräumkommando. Den Tunnel nehmen wir mal kurz weg. Solange wir genug Steine haben. Wir haben nämlich mehr als genug Steine gerade. So, ich denke mal, dass wir der heutigen Aufnahmesession mit unserer Burg fertig werden. Jetzt gucken wir mal, neuer Bauauftrag. Dem geben wir mal zweier Priorität. Dann fangen wir an hier. Zinn zu setzen. Da wir ja die Burg nicht verteidigen müssen, können wir ruhig Zinnen setzen. Auch in. An den Torhäusern.
So. Gott, hier brauchen wir auch noch Zinnen. Geht nicht irgendwie, geht irgendwie nicht ganz auf. Ja, dann bleibt da halt zwei frei. So. Können die schon mal platziert werden, wenn die Leute nichts zu tun haben? Das heißt, ich kann auch dem Tunnel wieder mehr Aufmerksamkeit zuwenden. Aber bei dem Tunnel gebe ich nur eins. Ich brauche nämlich jetzt Holz. War wieder sehr viel Holz. So. Okay, die ersten Holzfäller sind da. Ich brauche aber auch Stein. So, jetzt verliert langsam unsere Burg die rohe Form. Dadurch, dass wir jetzt auch Zinnen platzieren. Also gerade die Torhäuser sehen ein bisschen flach aus ohne Zinnen. Also ja, ich denke mal, diese Aufnahme ist ja schon vielleicht noch die nächste. Da sind wir mit dem Projekt bald durch. Ich könnte die Baumstämme noch freisprengen. Also die Baumstimmfinder.
Aber jetzt baue ich erstmal die Holzplattform auf den Turm. Der da ist fertig. So, der da fehlt noch. Ja, das ist immer wieder doof. Entweder wir haben zu viel Stein oder zu wenig Stein. So. Der da noch. Der Bauauftrag sollte eigentlich eine viel höhere Priorität haben als der andere. Türme fertig kriegen ist nämlich gerade eigentlich wichtiger als Zinn platzieren. Also ja. Da kommt das Holz. Da geht er wieder mit dem Holz. Du bist fertig. Du. Und du weg. Oh, du kommst nicht mehr runter. Das ist unpraktisch. Ja, ich hätte wirklich erst die Treppen hochbauen sollen. Kannst du von dir aus springen? Nein. Jetzt kannst du aber runterspringen. Das weiß ich nicht. Ach Mist. So, jetzt Zettler. Gut. Gut, gut, gut. Du brauchst so eine Treppe.